Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten, herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Im Juli reißen die Aufregungen nicht ab, verbunden mit neuen Chancen für die Liebe und im Beruf, aber auch mit kritischen Momenten, besonders in der zweiten Monatshälfte. Doch ihr profitiert auch von den schönen Romantikaspekten, die der Kosmos für euch bereithält. Falls ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, könnt ihr mich jederzeit für eine Beratung erreichen. Alle Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch in der neuen Taschenbuchauflage zu gewinnen, mit persönlicher Widmung. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran! Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt's als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Wichtig für diesen Monat ist zu erwähnen, dass die Skorpiongeborenen mit der Sonne oder anderen Positionen auf 1 bis 5 Grad Skorpion, besonders in der zweiten Monatshälfte, teilweise ganz schön unter Druck stehen. Das betrifft unter anderem die Geburtstagskinder vom 23. bis 27. Oktober. Ihr habt ja jetzt den Uranus frontal zur Sonne stehen und das bedeutet, ihr spürt den Wunsch, etwas zu verändern, bei euch selbst und auch in eurer Beziehung. Auch darauf bin ich im Jahreshoroskop ausführlich eingegangen und in der zweiten Julihälfte wird diese Konstellation durch eine Mondfinsternis noch mal ganz stark emotional aufgeheizt. Aber da komme ich gleich noch zu. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen für den Juli an. Der Monat beginnt mit der Sonne im Krebs und wenn ihr Anfang Juli in Urlaub fahrt, wird es bestimmt eine schöne Reise. Gerade die erste Juliwoche verspricht sehr angenehme Erlebnisse und wenn ihr noch Solo seid, könnt ihr sogar eine Romanze im Urlaub anfangen. Wer nicht gerade Urlaubszeit hat, kann auch beruflich noch einiges reißen, denn die Venus und der Merkur stehen günstig für gute Kontakte, die der Karriere förderlich sind und auch, falls ihr eine neue Idee präsentieren möchtet. Schwieriger für euch ist die Position von Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist und eine starke Spannung zur Skorpionsonne bildet. Das gilt vor allem für die erste Dekade und den ganzen Juli über. Das macht euch persönlich gereizt. Außerdem zeigt der Mars alle möglichen Querelen im Bereich Heim und Familie an. Ein Szenario wäre, dass ihr mit einem männlichen Familienmitglied Stress habt. Ein anderes, dass ihr beschlossen habt, eine Renovierungsmaßnahme durchzuführen, die wahrscheinlich ins Stocken geraten wird, weil die Handwerker nicht kommen oder weil Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Ich kann euch nur raten, die Ruhe zu bewahren und keinen Druck auszuüben, auch wenn es schwerfällt, denn Druck erzeugt jetzt nur Gegendruck. Und wenn ihr euch auf einen Streit innerhalb der Familie einlasst, kann es sein, dass es 2 Monate dauert, bis die Angelegenheit wieder beigelegt werden kann. Ihr seid jetzt gefordert, so viel Toleranz wie möglich aufzubringen und jeden so sein zu lassen, wie er ist. Das kann durchaus schwierig für euch sein, denn als Skorpiongeborene habt ihr sehr genaue Vorstellungen davon, wie die Dinge zu laufen haben und mögt es gar nicht, wenn sie sich ganz anders entwickeln. Ihr müsst immer bedenken, dass der Jupiter hier bei euch im Zeichen steht, also der Glücksplanet, sodass ihr am Ende wahrscheinlich doch zufrieden sein werdet. Deswegen überlegt euch ganz genau, ob sich in irgendeiner Sache ein ernsthafter Streit wirklich lohnt. Zumal ihr, davon abgesehen, sehr viele schöne romantische Tendenzen habt, die für Ausgleich sorgen können. Nicht jedes Problem muss sofort gelöst werden. Ihr solltet euch dort engagieren, wo die Harmonie herrscht und wo ihr auf Verständnis stoßt. Die schwierigeren Angelegenheiten solltet ihr möglichst auf sich beruhen lassen bis Anfang September, wenn der Mars wieder im Vorwärtsgang ist. Mehr dazu findet ihr auch in meinem Jahreshoroskop. Da könnt ihr euch schon mal einen Überblick verschaffen, wann wieder mehr Ruhe am Himmel einkehrt. Am 10. Juli geht die Venus ins Zeichen Jungfrau und bildet dann eine Reihe von sehr schönen Aspekten, die euch zugutekommen. Die Zeit bis zum 17. Juli kann sehr produktiv und erfüllend für euch werden, besonders wenn ihr neue, interessante Leute kennengelernt habt. Das könnt ihr auch für beruflich interessante Kontakte nutzen. Wenn ihr an eurer Karriere arbeitet, gelingt es euch in dieser Zeit, Vorgesetzte und Geschäftspartner zu überzeugen. Am 13. Juni haben wir dann den Neumond, der hier im Krebs stattfindet und als partielle Sonnenfinsternis erscheint und in Harmonie zur Skorpionsonne steht.
An der Konstellation ist Pluto beteiligt, der ja euer Herrscher ist. Er steht kritisch zur Sonne, aber es kann sehr gut sein, dass ihr euch als großartige Krisenmanager erweist und rund um dieses Wochenende zu Hochform auflauft. Man wird euch um Rat und Unterstützung bitten und ihr habt auch wirklich ein Händchen dafür, anderen zu helfen, mit der Situation klarzukommen. Das kann sowohl eure beruflichen Kontakte betreffen, da könnt ihr dann Pluspunkte sammeln, aber auch eure Freunde freuen sich, wenn ihr ein offenes Ohr für sie habt. Nur eben, wenn es um eure eigene Familie geht, seid ihr möglicherweise gereizt, weil die Sache einfach zu nah für euch ist und ihr nicht genug Toleranz und Abstand gewinnen könnt. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für 4 Wochen den Karrierebereich eures Sonnenhoroskops. Nun baut sich eine starke kosmische Spannung auf, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, und die betrifft vor allem die ersten Grade des Zeichens Skorpion. Am 26. wird der Merkur rückläufig im Löwen und diese Phase dauert bis zum 19. August und es ist auch bei euch im Karrierehaus. In dieser Zeit kann es also zu Missverständnissen und Fehlinformationen kommen, die eure Karriere betreffen, also Vorsicht. Am 27. haben wir dann die totale Mondfinsternis in den Zeichen Löwe und Wassermann. Sie steht in Spannung zu Uranus und alles zusammen in Spannung zur Skorpionsonne. Wenn ihr bis dahin nicht aufgepasst habt, kann das Konfliktpotenzial in eurer Familie jetzt zum Ausbruch kommen. Die Mondfinsternis ist emotional sehr aufgeladen und ihr braucht wirklich viel Gleichmut und Gelassenheit, um euch da nicht aufzuregen. Gleichzeitig wirken günstige Konstellationen mit Liebesplanet Venus, Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun besänftigend, aber mehr für die zweite Dekade. Die Geborenen der ersten Dekade empfangen stärker diese Spannungsaspekte, wobei natürlich auch das restliche Horoskop für Ausgleich sorgen kann. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären oder auch in meinem Webinar Antonias Sterne. Da können wir auch gucken, ob ihr von der erhöhten Verletzungsgefahr betroffen seid. Auf jeden Fall sollten sich die Geburtstagskinder vom 22. bis 27. Oktober in der Zeit von der Mondfinsternis bis zum 6. August vorsichtig und umsichtig verhalten und keine unnötigen Risiken eingehen. Der beste Schutz vor dieser Konstellation ist, dass man sich für alles Zeit und Ruhe nimmt und zum Beispiel Situationen vermeidet, in denen man hektisch und unter Zeitdruck Auto fahren muss. Und bei allen handwerklichen Arbeiten solltet ihr auf größte Sicherheit achten. Wirklich gut ist, dass sich der wilde Uranus mit Saturn verbindet und das heißt, wenn ihr aufregende und herausfordernde Situationen gut meistert, wird euch das langfristig in eurer Persönlichkeitsentwicklung voranbringen und ihr bekommt viel Respekt und Anerkennung von den Menschen, die euch wichtig sind. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.